Wir sind André und Laura. Vor fast 3 Jahren haben wir in Deutschland alles aufgegeben, um mit unserem selbst ausgebauten Oldtimer durch Europa zu reisen. Nach 1,5 Monaten in Nordgriechenland brechen wir auf, um weiter in den Süden zu fahren. Dort erwartet uns dann aber etwas, mit dem wir so gar nicht gerechnet hätten. Wow, wie doll es auf einmal schneit. Richtig dicke Flocken. Und da ist die Akropolis. Wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Wir sind immer noch in der Nähe von Thessaloniki, aber wir sind hier soweit jetzt durch mit allem und jetzt geht's auf den Weg in den Süden. Eigentlich hatten wir uns fest vorgenommen, noch zum Olymp zu fahren, also zu dem Berg, aber ich habe erstens noch mit meinem Knöchel zu tun, weil ich ja vorletzten Freitag umgeknickt bin und es sind da einfach bis zu minus 20 Grad angesagt und das werden wir uns auf keinen Fall antun und wir wollen auch nicht nochmal riskieren, in den Schnee zu kommen. Und darum geht es jetzt einfach direkt in den Süden und vielleicht haben wir irgendwann anders nochmal die Chance, den mitzunehmen. Wir sind jetzt gefühlt eine halbe Stunde unterwegs, ne, wir sind glaube ich schon ein bisschen länger unterwegs, aber wir haben gerade einen Bäcker gefunden und das ist heute gar nicht so einfach, weil heute ist hier Rosenmontag, das ist ja irgendwie eine Woche später wie in Deutschland. Das heißt, alles hat eigentlich zu, aber der Bäcker, der hatte offen. Gucken wir mal. Ja, ist nicht so, als hätten wir gerade vor 2 Stunden erst gefrühstückt oder so, ne? Aber wir gucken mal. Was ist das für Brot, ne? Sesam drauf, ne? Richtigimo. Okay. Okay, wir haben was. Aber was es genau ist, haben wir nicht verstanden. Oh, es war ein bisschen schwierig. Aber es war wieder das Coole, weil man einfach Nistissimo sagen kann. Das ist das Wort für die griechische Fastentradition. Und das ist halt alles vegan. Und das versteht halt jeder. Jackpot. Und wir haben jetzt ein riesengroßes Brot und 2 Sesamringe. Hm. Das so ein Rosenmontagsgebäck ist. Hm. Riesenplan. Lecker. Ein großes Brot. Ein großes, flaches Brot, ne? So, 10.000 Stunden später und wir sind angekommen. Zwischen Thessaloniki und Athen gibt es so gut wie keine Plätze. Darum sind wir heute richtig, richtig lange gefahren. 7 Stunden oder so. Und jetzt sind wir hier angekommen und zwar an heißen Quellen, bei denen wir auch vor 2 Jahren schon mal waren. Und es ist die absolute Härte, ne? Hier ist ein Van. Und daneben sind halt echt 2 Plätze mit Stühlen reserviert. Also sorry, aber das ist doch unmöglich, oder? Also das finde ich richtig... Also sorry, man ist hier halt mit seinem Van in einem fremden Land und dann markiert man noch seine Stellplätze wie so ein richtiger Assi-Allmann. Ich check das nicht. Es ist so ein schöner Ort und man lässt den so verkommen irgendwie, ne? Auch alles so drumherum. Ja, hier sind halt so Schuttberge. Das check ich, halt ich verstehe es nicht, weil das ist wirklich so schön. Ich meine, heiße Quellen, das gibt es in Europa, genau, in so einer Bergkulisse, das gibt es in Europa jetzt nicht so viel. Und das ist so schade, dass das hier so... Ich meine, das andere, wo wir jetzt vor anderthalb Monaten oder so waren, das ist ja genauso. Das wird ja auch einfach verkommen lassen. Ne? Mhm. Das verstehe ich nicht. Ja. Da hinten werden übrigens Darachen steigen gelassen. Das ist hier nämlich eine Rosenmontagstradition. So, wir haben jetzt nochmal umgeparkt und stehen direkt neben dem Fluss.
Und es stinkt schon richtig schön nach faulen Eiern. Und? Riecht nach faulen Eiern, ja. Ja, voll dolle. Also man kann hier schon rein, es ist schon schön warmes Wasser auf jeden Fall. Aber ist so ein bisschen auch ein Pool oder muss man sich... Naja, da so, der. Ah, naja, ist doch gut. Wir stehen aber ein bisschen schief. Stehen wir schief? Ein bisschen, aber ich glaube, es ist nichts, was man nicht aushalten kann. Ja, und wir können ja nochmal da hinten gucken, da wo die anderen Autos stehen. Sonst fahren wir da, wenn die wechseln, nochmal zurück oder so. Okay, einmal parken wir noch um und dann haben wir's. Hier steht jetzt gerade noch ein Smart. Aber da haben wir dann einen kleinen Pool, direkt vor der Tür. Cool. Ich warte natürlich noch, bis der Smart weg ist und dann fahren wir noch ein bisschen dichter ran. So ein reiner Fahrtag, das schlaucht richtig. Wir sind eigentlich den ganzen Tag auf der Straße gewesen. Deswegen muss jetzt was Schnelles geben. Und vor allem, weil heute Feiertag ist, konnten wir gar nicht mehr einkaufen. Das hat die Planung so ein klein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen muss jetzt was Schnelles auch nochmal zusätzlich geben. Und wir haben jetzt hier wieder mal Erdnussnudeln. Geile kleine Erdnussnudeln machen wir. Oh, schade. Warum ist das denn so? Ja, die ist halt schon relativ alt, ne? Die Süßkartoffel ist schlecht. Dann gibt es jetzt halt Spaghetti entweder mit Erdnusssoße ohne irgendwas oder einfach nur mit Knoblauch und Olivenöl. Dann mit Knoblauch und Olivenöl. Ja. Und wir haben noch Tomaten da. So, ist jetzt leider kein Gourmet-Essen geworden, aber ganz gut. So, wir lassen uns ja dort schmecken und dann sehen wir uns morgen früh zu den heißen Quellen wieder. Freue ich mich schon drauf. Morgen. Bevor wir jetzt in die heißen Quellen hüpfen, gibt es bei uns AG1 von Athletic Greens. Und zwar ist das ein Supplement, bestehend aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen, alle natürlichen Ursprungs. Und für uns ist das ein Gamechanger, weil wir einfach unsere Vitamintabletten immer vergessen zu nehmen. Also wirklich egal, was wir versuchen, wir vergessen es zu nehmen. Und mit AG1 haben wir uns jetzt die Routine aufgebaut, dass wir es einfach jeden Tag direkt nach dem Aufstehen als allererstes trinken. Und so haben wir dann einfach unseren Nährstoffhaushalt aufgefüllt für den Tag. Und während das natürlich keine vollwertige Ernährung ersetzt, ist es trotzdem an Tagen wie gestern, wo wir den ganzen Tag nur Auto fahren und den ganzen Tag nur Brot und Nudeln essen, schön zu wissen, dass man seinem Körper dann doch was Gutes getan hat. Und vor allem unterstützt es auch noch unser Immunsystem, unsere Verdauung und unseren Energiehaushalt, was natürlich ein absolutes Plus ist. Genau, an den Geschmack mussten wir uns tatsächlich ein klein bisschen gewöhnen am Anfang, aber mittlerweile ist es schon echt ganz lecker. Und ja, für alle, die auch mal AG1 ausprobieren möchten, können über den Link in unserer Infobox bestellen und bekommen dann noch gratis einen Jahresvorrat Vitamin D und 5 Travel Packs dazu. So, bereit? Ja, immer bereit für heute zu sein. Ah, huh. Oh Gott, das ist so wild sogar. Oh, ist das heiß. Oh, nein. Es ist so warm. Es ist halt fast zu heiß. Dabei dusche ich eigentlich immer auf 38 Grad. Aber die Kulisse ist echt schön. Die Kulisse ist hier so schön. Ja, da sind die Berge.
I used to bounce on knees, fresh from the oven, chubby and carefree. I had a mind at ease. Now I oversee the trees, birds and the beasts and the men and his empty deeds. I see every reason. I got my feet on a cloud and I won't come down. So, wir haben uns jetzt noch kurz abgeduscht und André geht jetzt noch mal eine Runde mit Luni. Und ich versuche das Chaos hier im Bus in den Griff zu kriegen. Und los. Ah, so, haben wir es geschafft. Oh, hier war gerade eine Riesenmücke gerade wieder. Hier sind einfach so richtige Monstermücken. Die würden uns beim Fahren ärgern. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Athen, oder? Ja. Wir sind in Athen angekommen. Oh, es fühlt sich gut an, wieder hier zu sein, ja, oder? Und wir haben jetzt auch einen Parkplatz gefunden, nicht auf dem, in dem wir letztes Mal waren. Da haben sich nämlich Kommentare gehäuft, dass dort eingebrochen wird. Und das Risiko wollten wir irgendwie nicht eingehen, deswegen stehen wir jetzt hier irgendwo. Und ah, nee, man sieht sie gar nicht, aber da ist die Akropolis. Genau. Da ist Laura. Und wir gehen jetzt erstmal auf den Philopapu, das ist der Hausberg. Hausberg hier in Athen. Weil Luni unbedingt ein bisschen Auslauf braucht und da hat man so einen schönen Blick über die Stadt. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town, I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish. Was ich voll krass finde, ist, dass wir jetzt einfach so voll im Frühling angekommen sind. Also es ist richtig mild hier in Athen und es blüht auch alles und es ist irgendwie richtig schön. Aber ich meine, wir sind auch in den letzten 2 Tagen über 500 Kilometer Richtung Süden gefahren. Das macht schon echt was aus. Also mir ist richtig warm. Voll schön. Gefällt es dir auch? Ja, es ist wirklich wie Frühling. Die Vögel zwitschern, es voll riecht schön. Überall so nach Blumen. Voll schön. Ja. Ich weiß gar nicht genau warum, aber wir haben so schöne Erinnerungen an Athen und wir freuen uns so sehr, wieder hier zu sein, weil an sich ist die Stadt ja jetzt nicht so krass von einem mega tollen Altstadtkern oder sonst was her, aber irgendwie hat die uns so gecatcht und wir finden es hier so toll, dass wir uns so richtig drauf freuen, hier jetzt Zeit zu verbringen. Also mal gucken, wir bleiben wahrscheinlich so 2 Tage. Der Parkplatz, auf dem wir stehen, der ist echt teuer, dafür, dass es da nichts gibt außer Toiletten. Ja. Aber der soll sicher sein, ist ja die Hauptsache. Und ja, ist einfach richtig, richtig schön. Poorly fabricated thoughts of judgment in a cluster. Drop kick 'em, drop victim life living. Don't drop love, it won't get 'em. Drop cops. Wir wollten uns jetzt gerade auf den Weg runter machen, jetzt haben wir gemerkt, dass hier richtig viele Pinien-Prozessionsspinner rumlaufen. Das habe ich die Uni gerade mal hochgenommen. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Jetzt wird die Dame getragen. Jetzt wird sie getragen. Aber sie scheint es nicht großartig zu stören. Nein, das ist okay, oder? Okay. Wir haben Luni jetzt zurück ins Auto gebracht und gehen noch eine Kleinigkeit essen, und zwar ins Vegan Beat. Da waren wir schon mal. Wir müssen die ganze Zeit uns zügeln, nicht zu sagen, oh, da waren wir vor 2 Jahren schon mal. Aber da waren wir vor 2 Jahren schon mal und da war es sehr lecker, da gehen wir nochmal hin jetzt.
one Big Boss Burger. Alright. Two Spiral Potatoes. Yep. One lemonade and one green soda. Okay, das mit unserem Restaurantbesuch, das war wohl nichts. Irgendwie ist unser Impfzertifikat abgelaufen. Wir dachten, wir hätten noch ein paar Wochen Zeit und wir haben uns auch schon boostern lassen, aber wir konnten uns den QR-Code noch nicht holen, alles drum und dran. Wie auch immer, wir dürfen jetzt nicht im Restaurant sitzen und es ist genau da. Jetzt sitzen wir hier auf der Straße und essen. Und da, Takeaway. Das sieht trotzdem lecker aus. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem absoluten Lieblingsbäcker hier in Athen. Es ist so kalt geworden, es sind einfach nur 3 Grad. Ja. Willkommen im März in Griechenland. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt zu unserem Lieblingsbäcker und ich würde mich mal sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das der beste Bäcker in Athen ist. Da holen wir jetzt was zu frühstücken und dann frühstücken wir noch zusammen mit Zoe und Merlin, weil sich heute unsere Wege dann auch schon wieder trennen werden. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen und ob das Wetter noch aufklart, weil wir eigentlich heute Abend noch auf die Akropolis wollen. Schon. Ist aber egal, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt und versuchen unser QR-Code-Impfstatus-Problem zu lösen. Okay, wir haben gerade bestimmt eine halbe Stunde angestanden und waren noch mal eine halbe Stunde im Amt. Aber sie hat jetzt unsere zweite Impfung, die wir hier letzten Freitag in Griechenland bekommen haben, eingetragen und unser Code ist wieder gültig. Das heißt, heute dürfen wir im Restaurant drin sitzen. Wir müssen nicht draußen auf der Straße hocken. Ja, das ist schon mal gut und dann können wir jetzt Athen erkunden, oder? Ja, es regnet aber. Wahrscheinlich gehen wir dann auch wieder zum Bus, oder? Ja, mal gucken. Weil irgendwie Regen, Stadt bei Regen ist immer nicht so cool. Und das ist so schade, weil wir hatten uns eigentlich vorgenommen, auf die Akropolis heute nochmal zu gehen, weil eigentlich sollte es heute den ganzen Tag schön sein. Und jetzt regnet es den ganzen Tag. Oh Mann, das deprimiert mich so richtig, weil man... André ist richtig down. Ja, weil man halt nicht viel machen kann in Städten, wenn es regnet. Außer in Museen gehen, aber da sehe ich mich jetzt nicht. Im Secondhand-Shop sind wir fündig geworden. Für mich 2 Hemden und für Laura eine Jacke. Das müssen wir uns jetzt mal stärken. Wir haben uns hier leckere Falafel geholt. Wir waren genau gegenüber und es klart gerade ein bisschen auf. Also vielleicht können wir noch auf die Akropolis. Und schaut mal, wie man meinen Atem einfach sieht. Die Nacht soll minus 1 Grad werden hier in Athen. Richtig schön im Süden. Gestern noch voll die Frühlingsgefühle gehabt und heute richtig kalt vorgestern, auf einmal. Vorgestern, stimmt. Vorgestern. Mann, okay. So. Wetter, das ist der Wahnsinn hier. Ja, jetzt ist die Sonne wieder rausgekommen, also ja.
wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal durch mit Athen. Wir kommen aber vielleicht nochmal wieder, wenn das Wetter ein bisschen schöner ist. Ja, weil wir hatten das letzte Mal, wie wir in Athen waren, so eine schöne Zeit, weil wir so schönes Wetter hatten. Und diesmal war irgendwie der Wurm drin. Man konnte halt nichts machen. Nichts blöd. Naja. Wir suchen uns jetzt einen Platz für die Nacht und verabschieden uns für diese Woche. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Dann lasst uns auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns einen Kommentar und vergesst nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Sind wir denn hier richtig? Ich hoffe, wir sind hier richtig. Nee, sind wir doch wohl nicht lang. Man muss dazu sagen... Nein, das sagen wir nicht dazu. Nicht? Weiß nicht. Da hängt ein benutztes Kondom im Baum. Also es ist auch schon ein bisschen eklig teilweise. Ein bisschen sketchy.